dir gut? Ja. You know, I was just wondering, geht das zu schnell? You know, mit den Children? Aber die haben sich doch super vertragen, die Kinder am Wochenende. Ja. Yeah. You know, vertragen? Yes, I know, vertragen. Is it too fast for you? No. Nein. Really? A little. Maybe. Bugger. You know, it's just how it should be. It's brilliant. It's really brilliant. Philipp. Da geht. Ja? Ich will nach Hause. Philipp? Verstehst du? Das bist du und der David. Du bist zu Hause. Du bist betrunken. Bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause, aber ich bin nicht allein. Natürlich bist du nicht allein. Der David schläft ja bei dir. Aber ich bin allein, weil die Karin bei mir in der Wohnung ist. Und ich bin dort nicht zu Hause. Wer? Wer ist die Karin? Die hat ihre Sachen bei mir in der Wohnung. Aber ich bin dort nicht zu Hause. Verstehst du? Nein, Philipp, bitte leg dich hin. Ich komm zu euch. Nein, um Gottes Willen, der Montgomery ist da. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Nice greetings. Dann ist es vielleicht blöd, wenn ich jetzt vorbeikomme, oder? Philipp, pass auf. Aber ich muss neben jemanden schlafen, den ich liebe. Ja, du, ich müsste dich ganz, ganz dringend sprechen. Wo bist denn du gerade? Ich kann jetzt nicht, ich bin beim Arzt. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Nein, es ist eh nichts beim Frauenarzt. Was gibt's denn? Hör zu, ich habe eine Frage. Wann bist denn du zu Hause? Keine Ahnung, am Abend oder so. Jetzt sag schon, was ist. Aber was war für dich das Unerträglichste an unserer ganzen Beziehung? Was? Naja, was für dich das Unerträglichste war in unserer Beziehung? Keine Ahnung, unsere ganze Beziehung war unerträglich. Echt? Ja, echt. Aber was war das Schlimmste für dich? Keine Ahnung. Du hast zum Beispiel kein einziges Mal das Geschirr abgewaschen, weißt du? Sowas macht mich wirklich wahnsinnig. Es ärgert mich. Gibt es sonst noch was? Nein. Und du bist am Abend zu Hause? Ja, Philipp, ich bin am Abend zu Hause. Okay, Papa. Ist ein bisschen komisch. Yeah, there's definitely something strange about this one. You nervous? Ja, ein bisschen. Meine Frau. Cup of tea? Why not? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich glaube, wir sollten uns alle drei ganz ruhig zusammensetzen und vernünftig drüber reden. Worüber? Über die Zukunft. The future. The future? Ja. Was heißt, es ist euch passiert? Entschuldige, ein Kind zu zeugen, das ist doch kein Unfall. Um ein Kind zu zeugen, braucht man ungefähr so viele Vorbereitungen wie für die Mondlandung. Da kann man nicht sagen, das ist uns passiert. Also euch, ist euch passiert. Well, of course we're going to marry. What? Wir wollen heiraten, you know? Heiraten? Yes, I know, heiraten. Wann? Das ist doch wurscht jetzt. Entschuldige bitte, wie stehe ich denn vor meinem Kind da? Na, der weiß noch gar nichts. Wir wollten eigentlich heute am Abend mit ihm reden. Was, das heißt, es wird ihm heute Abend sein neuer Papa präsentiert, oder was? Das ist schlecht. Das ist psychologisch ganz schlecht für das Kind. Entschuldige, das ist, wenn der zu jemandem fremden Papa sagen muss, der braucht eine Therapie, wenn er 30 ist. Eine jahrelange, wenn er sich nicht vorher umbringt. Philipp, bitte. Du wirst ein Leben lang sein Papa bleiben, okay? Aber er hat jetzt die Möglichkeit, in einer Familie aufzuwachsen. Das ist doch schön für ihn. Mit einem Mann, zu dem er nicht Papa sagen muss. Of course, with the exception that he wants to call me Daddy. What? Außer er will das. Was heißt, er will das? Wieso soll er das wollen? Er hat einen Vater. Ich ja, bin sein Vater. Aber du musst dich halt mehr um ihn kümmern. Er ist einmal in der Woche bei mir. Ja. Wenn sich's ausgeht.
Ja, was ist mit dem anderen Kind? Was soll mit ihm sein? Naja, das andere Kind. Das ist ja dann seine Schwester oder sein Bruder. Ja? Naja, das wird ja wohl auch irgendwann einmal bei mir übernachten, oder? Entschuldige, er darf ja wohl sein Geschwisterl mit zu mir nehmen. Ich würde vorschlagen, dass ich bei mir zu Hause im Kinderzimmer ein zweites Bett aufstelle. A second bed, you know? Yes, I know, second bed. Und wir können hier eines Drittes für dich aufstellen, Philipp. It's a joke, you know? Yes, I know, joke. Schau, ich glaube, das besprechen wir dann alles dann, wenn es soweit ist. Well, of course, I give up all my rights regarding adoption. What? Wie soll mein Kind ihn verstehen, wenn nicht einmal ich ihn verstehe? Also das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich verstehe nicht. What? Auf eine Adoption verzichte ich gerne, freiwillig. Wieso Adoption? Wie kommt jetzt auf Adoption? Wieso Adoption? Der hat einen Vater. Ich bin ja, sein Vater. Ja, Philipp, natürlich bist du sein Vater. Ja, aber wo ist dann... Ich glaube, er meint das... In the case that he wants to take my Nachname. Wieso will er jetzt meinen Nachnamen? Was will er mit meinem Nachnamen? Nicht er deinen, der David seinen. So. Weißt du, das ist für ein Kind wahnsinnig schwierig, wenn seine neue Familie einen anderen Nachnamen hat als er. Das heißt, der David heißt dann so wie er? Ja. Yeah. Mhm. What's your name? Montgomery Charles Windsor Jr. the Third. Ja. Doch schön.